Hallöchen! Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family in Fun. Wir bauen heute Teil 7 von der Songfalle. So ist es. Es haben wieder ganz, ganz viele gefragt. Wann ist es denn mal wieder so weit? Gibt es dieses Jahr noch eine Song-Challenge? Ja! Letztes Jahr um diese Zeit haben wir eine Song-Challenge Christmas Edition, also mit Weihnachtssongs. Last Christmas? Nee, Last Christmas war glaube ich nicht dabei. Aber mit Weihnachtssongs gemacht. Wer in Weihnachtsstimmung ist und sich das angucken möchte, das... Rot haben wir mal, wie gut sind deine Blätter. Wer darauf Bock hat, da singe nicht ich, sondern nur Lulu, wie immer bei den Song-Challenges. Und ihr habt jetzt gerade gehört, warum ich nicht singe. Weil ich es nicht kann. Wer darauf Bock hat, in der Infobox sind alle 6 Teile von der Song Challenge verlinkt. Da könnt ihr euch die alle nochmal anhören. Aber heute Song Challenge in der Classic Edition. Das heißt, alles Mögliche aus den Charts, was so im Radio läuft, das versucht Lulu heute nachzusingen. Schafft sie es, bekommt sie einen Punkt. Schafft sie es nicht, das Lied mitzusingen, bekomme ich einen Punkt und dann gucken wir mal, ob nach 6 verlorenen Song-Challenges ich möglicherweise bei Teil 7 derjenige bin, der sagen kann, hey, ich hab fiese Lieder rausgesucht. Lulus Song-Challenge Nummer 7. Viel Spaß dabei. Los geht es mit Song Nummer 1. Hört man dich denn auch? Mach mal leiser. Da kann ich doch gar nicht mitsingen. Ja, ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, du hast ja schon 40 Sekunden mitgesungen. Ich denke, Punkt Nummer 1 für Lulu. So, 1:0 für Lulu. Weiter geht es mit Song Nummer 2. Mal gerade gucken, ob das geht hier. Ja. Song Nummer 2, aufgepasst. Und ich bin dieses Mal ein bisschen strenger. Ne, also Englisch, sie ist in der 2. Klasse. Sie kann natürlich noch nicht perfekt Englisch. Ich höre aber hin, ob sie mitsingen kann oder nicht. So, und wenn sie das in den Text, wenn sie nur macht, dann kriege ich einen Punkt. 1:0 Lulu, weiter geht's. Song Nummer 3. Kennst du den auch schon wieder? Die erste Strophe kannst du, glaube ich, nicht. Jetzt würde ich noch keinen Punkt geben wollen. Ich würde sagen, also bei der Strophe habe ich nichts gehört, so gut wie nichts. Den Refrain konntest du ja. Ich würde sagen, unentschieden, jeder einen Punkt, oder? Ja? 3:1 für dich. Ja? 3:1 für Lulu nach Song Nummer 3. Ich bin gespannt, was gleich als nächstes. Ich weiß es ja. Titel Nummer 4, 3:1 für Lulu, weil wir beide eben einen Punkt bekommen haben. Make me look crazy. No one can say it. No. Na?
Na? Lulu ist eine Refrainkönigin. Bei der Strophe hapert es noch etwas, oder? Ist aber auch schwer. So, jetzt wieder hinhören. Obacht. Okay. Ich würde sagen, Strophe, Punkt für mich, Refrain, Punkt für dich. Hm? Ja. 4-2. Gut. Titel Nummer 5. Kennst du? Gut, wollen wir mal hören. Würdet ihr einen Punkt geben? Lulu, einen Punkt? Ich glaube ja, ne? Ja, 5-2 für Lulu. Ich habe schon wieder desolat verloren. Aber ich habe noch zwei. Titel Nummer 6. Ich glaube, jetzt kriege ich wieder einen Punkt. Ja, glaube ich. Weiß ich ja nicht. Ich glaube es einfach nur. Hören wir mal. Oh, das ist ganz schön schnell, würde ich sagen. Na, hör mal hin. Vielleicht kannst du gleich was. Das kann sie nicht, das ist viel zu schnell. Aber jetzt. Ja, du musst da hin und singen. Und jetzt? Ja, es war ein bisschen gemein, weil ich ja wusste, dass sie den Anfang auf gar keinen Fall kann, weil das viel zu schnell ist. Ich würde aber sagen, dann kriegen wir wieder weiter. Ja. Ja. Gut. Was hatten wir gerade? 6-3 für Lulu damit. Du kennst doch das Plattencover. Vanessa Mai. Ja, das ist eh der Song in 6-3, dann wird es wahrscheinlich gleich 7-3 stehen, macht aber nichts. Letzter Song. Jetzt hören wir genau hin, ob du richtig mitsehen kannst. Das ist, du singst ja da nur die Frau und nicht den Mann, ne? Jetzt aber gleich, da will ich jetzt aber was hören. Also. Du stellst alles auf den Kopf und ich stehe zwischen so viel Fragen. Viel zu viel, zu viel Worte in meinem Kopf. Ich muss es dir jetzt sagen. Nur zwei, oh. Immer eins, oh. Ich will nicht mit dir verlieren. Ja, Leute.
Was soll ich sagen? Da kann ich nicht gegen anstehen. 7-3 für Lulu. Danke, ich muss mir wohl wieder ein bisschen was Fieseres ausdenken, sowas wie mit den Imagine Dragons da eben, dass ich nächstes Mal vielleicht nicht nur 3 halbe Punkte quasi kriege, sondern auch mal Einzelpunkte, dass es ein bisschen knapper wird. Aber egal, es geht ja um den Spaß und ja, dann würde ich sagen, haben wir die Song Challenge für dieses Jahr auch wieder erledigt. Wir werden uns was Neues überlegen fürs nächste Jahr, mal gucken. Ne? Also, ihr Lieben, macht es gut, denkt dran. Weihnachten steht vor der Tür, es gibt noch ein Video mit dem Weihnachtsbaum, das kommt jetzt, am Wochenende werden wir den schmücken, dann machen wir das. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Däumchen nach oben nicht vergessen, Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten. Tschüss!